Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir ja den Weg nach Hyrule-Stadt gemacht und haben eine lustige Aufgabe bestritten bei einer sehr ulkigen Frau. Einen kleinen Sora-Jungen gerettet ins Kakariko-Dorf und nun ist diese Sora-Königin erschienen. Und ich glaube mal, die hat jetzt eine Belohnung für uns. Die sollten wir uns ja mal sichern. Des Weiteren habe ich vor, im nächsten Part dann zum Seeschrein aufzumachen, weil ich nicht unbedingt möchte, im Dungeon zu speichern, weil das ja immer so eine Sache ist, da müsste ich lieber im Dungeon anfangen. Deshalb werde ich da noch ein paar Sidequests machen und dann, ja, wunderbar, dann schön im nächsten Part dann den Seeschrein absolvieren. So, anscheinend führt uns die Sora-Königin in einen weiteren Bereich. Ja, anscheinend... Ja, sie entfernt den Stein und bringt uns zu einem neuen Gebiet. Der Stein mit Nairos Symbol. Oder dem Sora Saphir. Wow, ist immer eine schicke. Und vor allem die Musik, das finde ich so schön. Dieser Sora-Königin. Körper erstmal rein. Natürlich. Ich danke dir von Herzen, dass du meinem Sohn geholfen hast. Dieses Dorf Kakariko ist für uns Soras der Ort der ewigen Ruhe. Auch die Seele meines verschiedenen Mannes, des Königs Sora, ruht hier. Es ist sicher Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Nun, was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Mein Mann ließ zu Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. In ihm ruht die Kraft der Soras, nun soll es dir gehören. Du erhältst das Sora-Gewand. Dieses legendäre Kleidungsstück stammt aus dem Besitz der Sora-Könige. Trägst du es, kannst du dich unter Wasser frei bewegen. Dafür schaden Feuer- und Eisattacken mehr als sonst. Und es sieht etwas hässlicher aus als sein altes Outfit. Nun endlich kann auch ich mich zur Ruhe bitten. An der Seite meines Gemahls. Nur mein Sohn weiß noch nichts von meinem Dahinscheiden. Solltest du ihm begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. Trauere nicht um deine Mutter, sei unserem Volk ein tapferer König. Und sag ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Das ist schon nicht einfach, wenn die Eltern verstorben sind. Aber einfach mal so sagen, ja, du sollst nicht über deine Mutter trauern, du sollst ein toller König sein. Also ich denke, das wird nicht einfach. Also wäre für mich zumindest nicht einfach. Deine Freunde haben wir alle gefunden und dann auch noch ein Sora-Gewand erhalten. Ist doch prima, oder? Ich hoffe nur, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Ich meine den letzten Schattenkristall. Erinnere dich doch mal daran, was dieser Lichtgeist Firone gesagt hat. Der hat doch gesagt, wir brauchen den Schattenkristall, um die Welt vor Zanto zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit den anderen nach Hause gehen, ohne etwas zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also los, schnappen wir ihn uns. Wir müssen zum Schrein am Grund des Hylia-Sees. Jo, das werden wir auch machen, aber erst im nächsten Part, wie ich bereits sagte, wir werden in diesem Part noch ein paar Sidequests machen. So, und ich weiß nicht, ob ich hier schon anfangen kann im Friedhof, weil wir haben ja hier nur eine männliche Ameise, aber ich weiß gerade gar nicht, wo das weibliche Gegenstück ist. Gut. Ja, Moment, ich kann ja mal gucken eben. Ich habe ja ein aufklärendes Dokument. In Form des Internets. Gut, aber ob es mir was hilft, kann ich schlecht sagen. Später, wenn wir hier nochmal zurückkehren und dann mehr finden, als wir es jetzt finden können, können das ja, wir können es schieben, aber ich glaube, das bringt uns gar nichts. Ja, ich denke mal, da kann ich nicht so drauf zurückgreifen. Mal sehen, ob's.
Ah, einen Moment, ich werde es gleich finden. Ach egal, gehen wir erstmal, während ich erstmal woanders gehe, gucke ich mal, ob ich es dann mir anschauen kann, ob es hier noch was gibt. Schön geplant, ich weiß, ich gebe es ja zu. So, was haben wir denn? Ja, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich so. So, wir haben ja im letzten Part auch einen Brief von Burn erhalten, in dem er geschrieben hat, dass er eine neue Bombensorte bekommen hat. Und die werden wir uns ja mal holen, würde ich sagen. Okay, jetzt konnte ich mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich es finden kann oder nicht. Wir werden es gleich sehen. Hallo, hab dich schon erwartet. Sieh mal, meine Wasserbomben sind da. Die kann man sogar unter Wasser verwenden. Da wirst du sie gut gebrauchen können. Greif zu. Na dann, hier... Bomben. Verwende das Ding da, um dich in Ruhe umzusehen. Ja, Wasserbomben. Hm? In deiner Bombentasche sind ja noch andere Bomben. Am Schalter nebenan gibt es einen Anverkauf. Da kannst du die Bomben verkaufen, die du nicht brauchst. Ach, dieser... Wir haben ja noch nicht alle Bombentaschen. Da müssen wir ja die einen leeren. Hi, hallo. Willkommen am Schalter für Handel mit Bomben aus zweiter Hand. Ah, du hast Bomben. Lass mir deine Bombentasche ja für 21 ja verkaufen, bla bla. So, und mit denen kaufen wir uns dann die Wasserbomben. Ja, nehmen wir uns mal direkt 15 Stück mit. So, wie gesagt, diese Bomben sind richtig cool. Damit können wir auch unter Wasser alles zerbomben. Und haben dann auch eine schöne Abkürzung zum Sora-Fluss. Aber ob ich da jetzt schon hingehe, also wie gesagt, weiß ich nicht. Nee, ich werde da noch nicht hingehen. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich da einen finde. Ja, ich glaube echt, ich kann nicht so viel Sidequests machen. Aber ich habe jetzt auch nicht Lust, den Part jetzt schon zu beenden. Weil der ist ja noch nicht lang. Das ist ja nur 10 Minuten. Naja, gut, dann wird das mal ein kürzerer Part. Ich hoffe, damit habt ihr mal nichts gegen. Die kommenden Parts werden dann wieder länger. Im Seeschrein. Ja gut, ich könnte ja auch nochmal suchen, ob ich auf der Hylia-Steppe das anfinde. Also die habe ich, ne? Kann man ja gucken da. Ameise männlich, die habe ich, ne? Ja, die habe ich, okay. Also das weibliche Stück braucht. Aha. Herz. Ah, diese dummen Dinger. Wo ist dieses Goldmusik? Ist das nicht beim anderen Baum? Müsste doch eigentlich beim anderen Baum sein. Diese blöden Vögel regen mich auf. Wenn man die nämlich alle abballert mit dem Fell oder ich glaube mit dem. Ist ja vielleicht. Ist das vielleicht im Junes? Nee, oder? So eine Ameise in ihn ist. Hau doch mal ab, die blöden Dinger. Ich sehe ihn jetzt nicht. Seht ihr diesen Käfer? Wahrscheinlich steht er in den Kommentaren. Bist du blind? Das ist doch da. Aber ich sehe es nicht. Hm. Ich höre auch keinen an. Entweder ich bin tatsächlich blind. Oder so, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sehe nicht das andere Goldinsekt. Ich sehe nur dieses männliche Stück. Oder Moment mal, genau, ich glaube, kann das doch Nacht? Ich weiß es nicht, egal. Hier finden wir es wohl nicht. Gut, dann... Ja, was sagt denn die Zeit? Da richte ich mich jetzt mal dran. 9 Minuten. Ich glaube, wir werden hier den kürzesten Part bislang sehen, den wir je gesehen haben. Aber gut, oder kann ich beim Sora, beim Hylia-See noch was machen? Bin ich gerade überlegen. Ja genau, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir machen dann noch dieses Hühnerspiel. Das wird zwar sehr schwer werden wahrscheinlich, dieses Herzteil zu holen, aber glaube ich jetzt eigentlich nicht zurück. Ich muss doch dann zum Friedhof. Denn wir brauchen jetzt nämlich die Wasserbomben, um dahin zu gelangen. Und am besten Link ein bisschen beeilen. Da hätte ich nichts gegen. Naja gut, wir haben ja noch 10 Minuten. Deshalb, das sollten wir da noch reinkriegen.
Nur ich hoffe, dass ich da nicht zu viele Versuche brauche. Weil ein Versuch dauert bestimmt so 1 bis 2 Minuten. Na, wir werden es ja sehen bei diesem. Nein, ich habe ja auch gesagt, ich will den heute nicht machen. Im letzten Part habe ich das gesagt. Naja, egal. Dann kommen wir mal bei diesem komischen Hergestellten. Und damit werden die auch noch das Sora-Gewand sehen. Ja, ich weiß. Das andere sieht besser aus, aber gut. Kann man halt nichts machen. Ein roter Rubin. Und dass man auch ständig immer wieder gesagt bekommt, das ist ein roter Rubin. Das ist wirklich das Wichtigste. Ich glaube, das reicht. Ja, reicht. Wunderbar. Dann können wir da jetzt durchschwimmen. Aber wir werden uns nicht aufmachen zum Seeschrein. Das wird im nächsten Part sein. Und wie wir sehen, hier war das eine schöne Abkürzung zum Hylia-See. Das ist doch super. Oh, und das war auch schön, da ganz am äußersten Rand. Oh, und ich sehe schon, ich muss das hier mal ausziehen, weil sonst tauche ich immer nach unten auf dem Boden ab. So. Ja, das wird jetzt wieder lustig schön. Am liebsten würde ich es ja jetzt schneiden oder schneller machen. Das kann ich aber leider nicht. Ach ja. Wieder schön schwimmen, das dauert ja nicht lang. Hört ihr auch bestimmt, wie ich wie ein Irrer auf den A-Knopf hämmere, damit Link halt ein bisschen schneller schwimmt. Wie der Hylia-See jetzt schön beim Morgengrauen aussieht. Und die Musik erst recht. Oh mein, da oben habe ich was gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da oben was ist, aber egal. Was es war, wir können es ja uns da oben noch nicht kümmern, aber naja. So. Ja, uns trennen nur wenige Schritte von diesem anderen irren Trottel. Naja. Und dann jeder Versuch wird uns auch 30 Rubine kosten. Das wird auch ein Spaß. Naja. Was will man machen? So, dann schieß mich mal wieder nach oben, du komischer. Ja. Sozialbedürftiger. Weil nach seinen Klamotten sieht er ja eher nicht so unbedingt aus, als würde er. Naja, gut, geht. Aber egal. Und dann noch oben zu dem sehr. Langsam echt ein Déjà-vu. Naja, egal. So, brauchst auch nicht so viel quatschen. Ich hab's mal vor. So, welches Huhn nehme ich denn mal? Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich würde mal sagen, ich nehme mal so ein weißes. Ist ja egal, was ich nehme. So, und das wird jetzt schön mir viele Probleme wahrscheinlich bereiten. Unsere Aufgabe, zu dieser Insel hier zu gelangen, ganz da oben. Naja, ich glaube nicht ganz da oben, aber hier die erste Stufe von oben hier, befindet sich ein Herzteil. Und das wird wahrscheinlich mir schön viel Schwierigkeiten bereiten. Ein bisschen kann man abbremsen, aber auch nicht allzu viel, indem man nämlich mit dem Control-Stick da zurückgeht. Mein Ziel ist auch nur das Herzteil, dieses drehende Ding, das spielt für mich keine Rolle. Da sind nämlich eh nur 100 Rubine drin und an Rubinen wird es nicht mangeln. Vor allen Dingen im Seeschrein werden wir bestimmt eine ganze Menge bekommen. Jetzt ein bisschen langsamer. Ja, sieht aber gut aus. Und wir landen sogar auf dem Ding, okay. Ich will die aber jetzt noch nicht holen. Na, okay, holen wir sie uns jetzt. Wer weiß, ob wir da nochmal landen werden. Ein orangener Rubin. Oha, und jetzt wird es schwierig. Da werde ich doch bestimmt nicht landen können. Ich will das nicht nochmal neu machen. Aber muss die Kamera so blöd sein? Oh Gott, bitte Link, sag mir, dass du das schaffst.
Oh, war das knapp. Ein Stück früher und da hätte ich das nicht geschafft. Okay. Beim First Try, immerhin. Ein Herzteil, noch ein weiteres und wir bekommen einen neuen Herzcontainer. Wunderbar. Und ich springe mal eine Truhe rüber. Egal. So, ein... Ja, hier gibt es je nachdem, wie weit man kommt, nochmal ein paar Rubine, aber die interessieren uns nicht. Hauptsache, wir haben ja ein paar schöne... Ein schönes Herzteil und alles ist super. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn ich den Part jetzt... Ist ein bisschen früher als sonst, ich weiß, aber... Ich will den Dungeon, wie gesagt, jetzt noch nicht anfangen, weil mittendrin zu speichern ist blöd. Und deshalb werden wir schön im nächsten Part dann den Dungeon betreten. Und auf die vollen 20 bis 30 Minuten sich den genießen können. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, der Part hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dann, euer Linkboy 125.